What's up und herzlich willkommen zu Tamagotcha und das mal mit dem Tri. Hi zusammen. Ja. Du bist 28, exact. Vietnames und wir sind hier bei einem Jugendlager. So ein Jugendlager für vietnamesische Jugendliche hier in der Schweiz. Er ist ein mega Sprachtalent. Muss man seinen YouTube-Channel auschecken? I'll give you a brief introduction to the Vietnamese language. Wie viele Sprachen kannst du? 9 Sprachen, genau. Deutsch, Vietnamesisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, also Mandarin, Japanisch, Koreanisch am Lernen. Ich habe mich schon cool gefühlt mit meinen 4 Sprachen. Einfach gefallen, Vietnam. In Vietnam selber bist du jetzt erst das letzte Jahr zum ersten Mal gesehen? Genau, aber auch nur, weil ich halt Kollegen kenne, die immer fragen, ja, gell, Vietnam ist so schön und so. Und dann ja, zum Spaß und sagen, ja, du, ja, erzähl noch ein bisschen mehr, weil ich bin noch nie gewesen. Und ja. Ein bisschen peinlich, gell? Ja, es ist schon so. Sri Lanka ist schon recht am Kommen momentan. Ja. Und wenn Leute fragen, hey, wo soll ich hergehen? Und ich so, ich war das letzte Mal mit 13 in der Höhe gewesen. Ich weiß es im Fall nicht mehr so genau. So, gibt es ein vietnamesisches Jugendlager? Die Idee ist einfach, dass man halt der Jugendlichen die Chance gibt, sich kennenzulernen, ein bisschen mehr Kontakt hat miteinander, weil das ist nicht so üblich. Wieso bist du so gerne in diesem Lager? Da kann man neue Leute kennenlernen. Vor allem, weil es in der Schweiz halt nicht so viel Vietnamesen gibt, finde ich es eine gute Möglichkeit. Neben mir steht hier jetzt Valerie von Langenthal. Von Langenthal? Ja! Was würdest du sagen, ist typisch vietnamesisch an dir? Mein Aussehen. Die Esskultur. Ist eigentlich alles mit Stäbli. Es ist richtig asiatisch, dass man dass jeder Anime schaut. Anime, natürlich! Wieso bist du da Leiter? Ich habe es sehr schön gefunden, als ich das erste Mal so viele Vietnamesen getroffen habe. Weil das war für mich Neuland. Seitdem habe ich richtig Freude gehabt, halt mit vielen Kontakt zu knüpfen. Mit vielen mache ich jetzt auch mal Musik. Ich rede mit meinem Bruder zum Beispiel, seit ich klein bin, eigentlich Deutsch. Ja. Wie redet ihr hier im Lager miteinander? Deutsch. Aber wenn man ein bisschen umspässeln tut, dann meistens ein bisschen vietnamesisch. Have fun. Das hat mein Vater früher immer gemacht. Aha. Wenn ich mit Kollegen unterwegs war, hat er gesagt, redet Tamilisch. Ja. Redet eure Muttersprache, weil sonst ist sie verloren. Mhm. Ja. Aber heute bin ich so im Nachhinein mega dankbar, dass wir das gelernt haben und auch die Sprache aufrecht gehalten haben. Go Anglern. Ist das nicht mehr für dich auch ein Stück Identität? Definitiv. Ich merke auch selber, dass unsere Emotionen, das ist auch viel, es ist nicht nur einfach zum Kommunizieren, sondern du lernst mit der Sprache eine andere Kultur kennen. Es ist viel mehr als nur zum ein bisschen schwätzen sozusagen. In dem Lager haben wir gemeinsame Events, wie zum Beispiel ein Quiz. Die Millionen Fragen. In dem Quiz tun wir verschiedene Aussagen bezüglich Vietnam und dann müssen die Teilnehmer sagen, ob es richtig oder falsch ist. Und jetzt könnt ihr mitspielen und die Antwort Nummer 1, 2, 3, 4, 5 nummerieren. Und ob es wahr oder falsch ist, könnt ihr mir unten in die Kommentare reinpacken. Und die Lösung kommt dann später irgendwann auch im Vlog vor. Also, los geht's mit der Frage Nummer 1. Die Kirschblüte gilt als Nationalblume Vietnams. Richtig oder falsch? Das ist die erste Frage. Quizfrage Nummer 2. Tan kommt als Nachname am meisten vor in Vietnam. Und zwar mit Abstand. Wahr oder falsch? Frage Nummer 2. Number 3. In Vietnam gibt es ein Gesetz, das lautet, jedes neugeborene Kind bekommt einen Sack Reis. Wahr oder falsch? Schreib es Ihnen bei Frage Nummer 3. Nummer 4. Wir kennen ihn alle. Bruce Lee, Baby. Er hat Wurzeln in Vietnam. Ist das wahr oder falsch? Das ist Frage Nummer 4. Number 5! Vietnamesen können das L nicht aussprechen. Good morning, Mr. Cartwright. Das heisst R. Können Sie so sprechen, ja oder nein? Schritt! Bibi! Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, Baby. Und wie sagt man das auf Vietnamesisch? Aber 9 Sprachen! Aber er weiß nicht, wie man Like sagt. Okay, nochmal. Ist gut, okay. Also, nochmal von vorne. Dann gib uns ein Like und auf Vietnamesisch sagt man. Nếu bạn thích cái video này thì nhớ like và subscribe. Ah, you're a subscriber, genau. Ich muss selber lachen, wenn ich das lese. Vietnamesen können das L nicht. Also, okay. L, 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 L,